zusammen, Opi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Ja, heute bei mir auf dem Tisch ein Paket, wo ich überhaupt gar nicht weiß, was mich erwartet. Denn ich habe hier ein Konvolut an Figuren, sprich, wir werden hier diverse Dinosaurierfiguren finden. Drachen sind, glaube ich, mit dabei. Und ja, eine Figur, wegen der ich dieses Konvolut überhaupt habe, und zwar einen Varan. Den ich zwar schon habe, aber nicht so gut erhalten, wie es zumindest, wie ich es auf dem Bild gesehen habe, hier der Fall ist. Ne? Bei meinem ursprünglichen Modell fehlt eine kleine Spitze von seinem Schwanz hinten. Ja, hier müsste es komplett sein und darum freue ich mich umso mehr, dass es hier mit drin ist. Natürlich schauen wir uns alle Figuren an, werden alle Figuren kurz besprechen und ja, ich bin sehr gespannt, in welchem Zustand die Figuren hier sind. Für das Paket hier habe ich inklusive allem 15 Euro bezahlt. Das ist kein Geld. Zumal es die eine Figur ja schon doppelt und dreifach wert ist. Ne? Lasst uns hier mal reinschauen. Was finden wir alles in diesem großen, schweren Paket? Gut, dann werde ich das Ganze hier mal aufschneiden. Natürlich wieder hier auf der Seite. Auf dieser Seite. Und ab durch die Mitte. Nicht zu tief reinschneiden und zack, ich bin sehr gespannt. So, natürlich ein Haufen Verpackungsmaterial drin, Papier ohne Ende. Na, und wir werden uns hier alles, wie es der Reihe nach kommt, anschauen. Ich mache mal die erste Schicht hier runter. So, dann hier noch was. Oh, hier geht's schon los. Alles klar, hier geht's schon los. Ja, wunderbar. Hier seht ihr den ganzen Haufen an Tiere, den wir jetzt hier mal Stück für Stück durchsprechen werden. Und ich sehe auch schon das Objekt meiner Begierde, das hockt ganz am Boden. Boah, und der Adler ist ja echt größer als gedacht. Das ist ja der Hammer. Gut, also, wir schauen uns die einzelnen Figuren im Schnelldurchlauf an. Übrigens, immer wenn ich gebrauchte ältere Figuren bekomme, reinige ich die nach der Erstsichtung. Dann sind die wieder wie neu. Und das würde ich eigentlich jedem von euch empfehlen. So, wir haben hier einen Billig-Triceratops, nur damit ihr mal die Länge sehen könnt. Der hier hat ja 21 cm. Der kommt definitiv aus so einem Beutelset, wo mehrere Figuren drin zu finden sind. Seht ihr, gerade hier solche Sachen, da weißt du nie, ist es vom Wash oder ist es halt Schmutz. Du weißt nie, wo die Figuren hier überall rumgezogen wurden. Darum reinigen ist absolut empfohlen. Ja, hat hier ganz einfach rote Augen bekommen mit einer schwarzen Pupille. Die Bemalung ist total einfach. Auch das Muster ist mega einfach umgesetzt. Ist hohl, ist kein Vollguss, made in China. Das kriegt man meistens in Sets, wo 5-6 Figuren drin sind. Ne? Also Triceratops, aber immer noch gut erhalten, auch wenn hier ein bisschen Farbe fehlt. Ist nicht schlimm, ist gut erhalten. Als nächstes greift einfach hinter mich in Karton. Hier haben wir einen Brachiosaurus. Hier unten haben wir sogar einen Stempel drauf. Von 1992, Brachiosaurus. UKRD, auch eine sehr beliebte Sammlerserie. Hat ein bisschen Staub abbekommen. Ja, auch den müssen wir reinigen. Aber das war ein schönes Modell seiner Zeit. Ne? Schön hier mit den Falten. Eine nette Hautstruktur, die er hier bekommen hat. Ja, die Figur hat hier eine Höhe von 11 cm und eine Länge, würde man sagen 13,5, hat ein helles Grün bekommen und der Grundguss ist ein helles Grau. Also UKRD bis heute immer noch bei Sammlern beliebt, vor allem als damals Jurassic Park in die Kinos kam. Ja, da habt ihr die Figuren überall in jedem Laden gefunden. Sind sie ein bisschen rarer geworden, aber man kriegt sie eigentlich immer noch gut. Sehr schön, freue ich mich drüber. Dann habe ich hier als nächstes einen Raptor, der nicht mehr gut stehen kann. Da hat es die Beine ein bisschen verzogen. Ne, der könnte jetzt zum Beispiel in dem Pack mit dem Triceratops drin gewesen sein. Hier steht Velociraptor unten dran. Wurde in der Mitte zusammengeklebt. Ja. Aber auch hier kann man ein paar nette Falten erkennen. Ganz einfach gemacht. Hat hier blaue Augen mit einer schwarzen Pupille. Die Zähne haben sie in Cremefarben bemalt. Das ist auch eine ganz einfache Umsetzung. Aber hat jeweils drei Finger und die Sichel. Klaue ist ja auch zu sehen. Hier komme ich auf eine Länge von gerade so 15 cm. Hersteller findest du hier nicht, nur made in China, definitiv. Okay, dann. Ach, wunderbar. Hier, schaut's euch an. Ein Spinosaurus
von Toy Major Trading. Wenn ich mich nicht täusche, wunderschön, solche alte Stücke hier immer mal wieder zu sehen. Ne? Klasse. Der hier hat eine Höhe von nicht ganz 10 cm und eine Länge von 15. Jetzt muss ich doch mal schauen, hier unten. Ja, Spinosaurus 2008 Toy Major Trading. Sehr gut. Man sieht auch unten schön die Hautstruktur seitlich mit sogar einigen Osteodermen und hier das Rückensegel in Schwarz und Gelb mit so einem kleinen Muster, was hier über die Seite läuft. Auch der wurde gut bespielt, aber trotzdem noch im wirklich sehr guten Zustand, muss man auf jeden Fall sagen. Kaum Farbabrieb, ne, gerade hinten am Schwänzchen ein bisschen, da wo es halt irgendwo dagegen geschrubbert hat, aber an der Schnauze nur hier an der Seite ein bisschen Farbabrieb. Also das ist schon noch gut erhalten, muss man auf jeden Fall sagen. Und er kann stehen, super. Spinosaurus in der klassischen Form. So, dann kommen wir hier zu einem Drachen. Auch das ist Toy Major Trading. Gibt es in unterschiedlichsten Größen. Gibt es noch kleiner und gibt es riesengroß als Gummifigur. Ich meine, die hätte ich auf meinem Kanal auch schon mal vorgestellt. Dieser Drache, was ein wunderbarer Godzilla-Gegner wäre, ne, hat hier eine Höhe von 15,5. Ganz einfach gemacht, riesengroße Augen, die haben sie ja grau bemalt mit einer schwarzen Pupille. Die Zähne haben sie weiß gemacht, innen sogar noch ein bisschen altrosa rein bemalt. Ansonsten grün mit schwarzen Rückenstacheln, genauso die Krallen hier vorne haben sie ebenfalls noch schwarz gemacht. Und hier geht noch so ein hellgrün über den Bauch drüber. Auch das ist eine hohle Figur. Ihr seht die Schuppen ganz einfach skulpturiert. Also sie sind ultra einfache Drachen. So typisch made in China. Toy Major Trading ist ein absoluter Klassiker. Hier haben wir doch auch einen Stempel, oder? Ja, Dragon made in China und hier eine irrsinnig lange Nummer. Von 2005. Musste ich wundern, dass sowas 2005 noch produziert wurde. Ja, aber für einen Billigmarkt, für einen Krabbeltisch immer wieder zu finden. Bis heute. Ist schon echt der Knaller. So, was haben wir als nächstes? Hier habe ich einen weiteren Raptor und der ist, glaube ich, figurengleich zu diesem hier, nur halt eben in einer anderen Bemalung. Hat auch ein blaues Auge, genau die gleiche Pose. Ja, und kann der noch stehen? Jo, der steht sogar noch einigermaßen. Schaut es euch an. Also ist genau das gleiche Modell wie dieser rote hier. Bin ich mal gespannt, da haben wir hier ja schon Rudel. Zumindest ein Pärchen und ja, hier haben sie das Ganze irgendwie in einem grünen Material gegossen und oben sind sie mit dieser Sandfarbe drüber. Ja, die Zähne haben sie hier gar nicht bemalt. Also ja, okay. Bin ich mal gespannt, ob wir den noch in einer anderen Farbe finden. So, dann haben wir hier einen riesigen Pflanzenfresser. Mit ganz langem Hals, ganz langem Schwanz, die Figur hier. Nicht ganz so riesig, wie das Original war. Wir haben hier eine Länge von, ich würde mal sagen, knapp 24 cm, Höhe von 9. Und auch der könnte aus so einer Tüte sein, wo mehrere Dinos zusammen waren. Ne? Ihr seht, die sind eigentlich immer so in der Mitte zusammengeklebt. Kein großer Aufdruck drauf, allerhöchstens made in China. Der könnte zum Beispiel zu diesem Triceratops gehören. Ne? Waren wahrscheinlich in einer Tüte, in einer Box drin. Wie auch immer, die Dinger werden in allen möglichen Formen verkauft, angeboten. Bis heute rotes Auge mit schwarzer Pupille. Sehr neutraler Blick, aber ich finde ihn gar nicht mal so schlecht. Erinnert ein bisschen an die alten Schwarz-Weiß-Filme. Ja, Ray Harryhausen und Co. mit diesen typischen tiefen Falten hier. Klasse, also kann auf jeden Fall wunderbar stehen. Eine coole Form, absoluter Klassiker. So, als nächstes haben wir hier, ja, ich denke mal, das ist ein T-Rex, oder? Haben wir hier irgendwo, hier ist ein Stempel. 2008 Toy Major Tyrannosaurus made in China. So sieht's aus, ne? Der hier hat eine Höhe von 11 cm. Knuffiges Kerlchen, typischer Spielzeug T-Rex, graues Auge mit einer schwarzen Pupille. Das Maul haben sie hier noch in ja, altrosa bemalt. Die Zähne haben hier sogar noch eine Cremefarbe bekommen. Und ja, hier noch ein bisschen Airbrush-Arbeit. Allerdings ist der Unterkiefer ein bisschen zu kurz geworden. Ne? Aber ja, okay, was haben wir hier noch? Also scheint hier definitiv ein Fleischfresser-Fan gewesen zu sein, dem das alles gehörte. Velociraptor von 2009, ebenfalls Toy Major.
auch wieder hier in der Mitte zusammengeklebt. Das ist wirklich der Hammer. Dass man das nicht in einem Guss hingekriegt hat, ist schon interessant. Die Sichelklaue zu sehen, allerdings haben sie ja einfach die Zehen nach oben gemacht und eine ganz kleine Kralle dran. Ne? Ja, hat hier auch ein Streifenmuster. Kopf haben sie braun gemacht mit schmalen Augen. Die Zunge haben sie auch noch in braun bemalt, die Zähne weiß und hier noch in einem hellen Grün bemalt. Kann auch stehen. Was haben wir denn hier für eine Höhe? Bisschen über 9 cm. Ne? Wen das interessiert, wer Figuren von den entsprechenden Herstellern hier sammelt. So, dann die nächste Figur, ebenfalls Toy Major Trading. Auch ein bisschen verstaubt, ja, dieser dreiköpfige Drache hier, auch ein absoluter Klassiker, den es in allen möglichen Größen und Farben gibt. Hier auch schon ordentlich Farbabrieb, also der wurde viel bespielt, hat hier wieder die typisch grauen Augen bekommen mit einer schwarzen Pupille und auch hier, ja, müssten wir das alles finden. Genau, Toy Major von 2005, Dragon und eine ewig lange Modellnummer, so sieht er aus. Auch den hatte ich schon in allen möglichen Größen hier auf dem Tisch. Ähnliche Machart wie sein Kollege hier, ne? Jo, was finde ich hier noch in der Kiste? Als nächstes habe ich hier einen Stegosaurus, der müsste wieder zu ihm hier gehören. Ne, das ist eigentlich unübersehbar. Der Stil ist echt genau der gleiche. Ja, haben wir hier was? Ne, Made in China. Auch hier wieder zusammengeklebt, ne? Die Rückenstacheln haben sie hier ein bisschen rot bemalt, besprüht, ist hohl gegossen das Ganze und aus einem flexiblen Gummi. Man kann hier den Schwanz ein bisschen bewegen mit den Stacheln. Ja, der Gute hier hat eine Länge von 20 cm, würde ich mal sagen. So sieht er aus. Das sind ganz einfache Dino-Figuren, die man meist in so 5er oder 6er Tüten bekommt. Oh, die nächste Figur, ein Parasaurolophus. Der ist Vollguss, der ist nicht hohl und das müsste eigentlich auch URKD sein, oder? Hier, 1991, UKRD, sag ich doch, Parasaurolophus, die hast du damals zum Start von Jurassic Park bekommen. Und das waren eigentlich schon bessere Figuren, ja? Sollte man gar nicht glauben, aber es ist tatsächlich so, ne? Ist der Knaller. Hier, schöne braune Streifen noch über den Olivton drüber. Schöner langer Fortsatz hier oben. Die Augen gelb mit einer schwarzen Pupille. Mehr ist es nicht. Aber ja, das waren so die Standardfiguren früher. Ja, ist echt der Knaller. Burner. Ja, schön, freue ich mich drüber. Da kriegt man auch wirklich Erinnerungen. Ist der Knaller. Ist ein ganz weiches Gummi und wie schon gesagt, ist Vollguss das Ganze. Super. Also über sowas kann ich mich auch heute noch freuen. Ne? Und wir haben noch, glaube ich, einen weiteren dabei, nämlich dieser Dimetrodon. Klasse. Den habe ich, glaube ich, auch in allen möglichen Farben da. Apropos, wartet mal, ich habe es gar nicht nachgemessen. Der Parasaurolophus hat hier eine Höhe von nicht ganz 16 cm. Dimetrodon kommt hier auf 10 und hat eine Länge von 19 cm. Ich meine, da gab es auch noch einen Allosaurus dazu, der mir super gut gefallen hat. Also auch ihn gibt es in allen möglichen Farben, inklusive Gussnasen des Todes, gelbes Auge. Die Zähne haben sie hier ein bisschen ja, mit Weiß bemalt und dann hier die spärlichen Flecken. Und hier oben am Rand auch noch in diesem ganz dunklen Braun oder ist es schon schwarz? Nee, das ist ein ganz, ganz massiv dunkles Braun. Die Form hat mir damals gut gefallen. Ich sag ja, das waren die Figuren, die du damals gekriegt hast. Hier, 1991, UKRD, Dimetrodon. Und das auch massiv gegossen, das Ganze. Die Kehlwamme schön deutlich herausgearbeitet. Und eine ganz einfache Schuppen- oder Hautstruktur mit diesen übertriebenen Falten. Schön, schön. Also da freue ich mich wirklich drüber. So, was haben wir hier denn noch mit am Start? Ich habe hier ja nochmal einen T-Rex. In einer interessanten Pose auf jeden Fall. Hat ein blaues Auge bekommen. Okay, hat auch ordentlich Farbabrieb. Aber auch das ist alles noch im Rahmen. Hier haben wir wieder ja nur Tyrannosaurus China. Auch hier wieder in der Mitte zusammengeklebt. Echt der Hammer, ne? Die Beckenknochen kann man hier schön sehen. Der Kopf auf jeden Fall um Klassen besser, als wenn man sowas sieht. Ne? Also hier hat man sich doch schon einigermaßen um Realismus bemüht. Ja, also kein schlechtes Modell, habe ich glaube so auch noch nicht wirklich oft gesehen, das Ganze.
Okay, ja, cooler T-Rex. Achso, Moment, warte mal. Hier haben wir eine Länge von 16 cm. So, dann geht's ja weiter. Und wieder ein aufrechtstehender T-Rex. Wie scheint, ja, mit einem ordentlich dicken Hals, Kehlwamme kann man hier sehen. Das ist so auch ein absoluter Klassiker, oder? Wie aus den uralten Geschichtsbüchern ist auch wieder eine hohle Figur in der Mitte zusammengemacht. Habe ich Geschichtsbücher gemeint? Ich meinte natürlich Biobücher. 10,5 cm hoch und ja, hellgrün, dunkelgrün über den Rücken, gelbe Augen, weiße Zähne. Also es ist wirklich eine Asbach-uralte Darstellung. Ja, nur made in China, sonst haben wir hier nichts drauf. Immer wieder kurios, solche alte Modelle hier zu sehen, ne? So hat man ja auch früher den Iguanodon dargestellt, nur dass halt immer die spitze Klaue noch nach oben stand an den Händen, ja? Das krass. So, nächste Figur ist hier wieder ein Velociraptor. Boah, spektakulär. Schwarz, rot, orange unten. Ist der wieder hier baugleich wie diese Kollegen hier? Ja, das ist der gleiche. Kann er stehen? Ja, kann stehen. Der hier konnte nicht stehen. Moment, aber der hier, ja, ist definitiv baugleich, nur halt unterschiedlich bemalt, ne? Witzig. Jetzt haben wir schon drei von diesen Kollegen hier. Sag ja, ein ganzes Rudel. Was haben wir denn noch? Also die Bemalung hier gefällt mir übrigens bisher am besten. Definitiv. Dann habe ich hier einen kleinen Triceratops mit einem beweglichen Kopf. Aha, kann sogar ein bisschen nach vorne und nach oben machen. Interessant. Und das Ding ist, wer hätte es gedacht, von Mattel. Ja, schaut es euch an. Dann ist es auf jeden Fall schon Jurassic Park oder Jurassic World. Denn wir haben hier Amblin. Ja, so sieht's aus. Nett gemacht, gerade was die Haut hier angeht. Der Kopf wirkt ein bisschen klein im Verhältnis zum Rest des Körpers, wenn er mich fragt. Die Hörner sind hier sehr schön lang geworden, haben sie hier in so einer Cremefarbe bemalt, genauso wie das kleine Hörnchen an der Schnauze. Dann hier sein Helm, auch hinten skulpturiert. Ja, also Kopf wirkt, wenn er mich fragt, ein bisschen zu klein, aber schön, dass man das so cool bewegen kann hier. Ne? Super. Ja, der hier hat eine Länge von immerhin 10 cm. Also ziemlich massiver Körper, ordentlich dicke Hinterbeine. Wenn ich den Kopf so in den Nacken lege, ja nee, wirkt er trotzdem. Also der Kopf wirkt ein bisschen zu klein im Gegensatz zum Körper. Ein Datum kann ich hier keines finden. Nö, vielleicht guckt einer von euch zu, der sich da auskennt. Ist der von Jurassic Park? Mein Jurassic World hatte ja auch solche Geschichten hier. En masse. Aber der hier wäre mir jetzt tatsächlich nicht wirklich aufgefallen. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn ihr mir da weiterhelfen könnt. Ja, ist auf jeden Fall kein schlechtes Modell. Gut, dann noch was Interessantes. Schaut euch den hier an. Ist ja klasse. Der Blick ist ja der Hammer. Ist Vollgummi, ganz weich das Ganze. Kein Aufdruck drauf, zumindest sehe ich hier nichts. Von der Bemalung her, für so eine kleine Figur, ist es ja mal gar nicht so schlecht. Schaut euch mal hier diese Linie, diese Schuppen über den Rücken hier an. Zieht sich bis nach hinten zum Schwanz durch. Ja, braun. Die Zehen haben sie hier in Cremefarben bemalt. Die Zähne sind weiß, die Zunge ist rot. Gieriger Blick das Ganze. Die Spitzen von den Hörnchen haben sie auch noch in dunkelbraun bemalt. Ansonsten Cremefarbe. Nicht schlecht. Keine Ahnung, wo dieser Kerl hier dazugehört. Auf jeden Fall ein nettes Auge gemacht, wie man hier sehen kann. Okay, witzig. Ja, hier haben wir eine Länge von 12 cm Höhe. Nicht ganz 7 cm. Ne? So sieht er aus. Auf jeden Fall größer als der Jurassic Park. Wie auch immer. Also, witziger kleiner Kerl hier. So, den kann ich sogar blind ertasten. Das ist Bulliland, Leute. Auch die waren damals am Start. Hier steht es auch. Triceratops Bulliland, made in Germany. Die hast du damals auch bekommen. Der hat also auch schon einige Jährchen auf dem Buckel. Gab es entsprechend noch andere Kollegen dazu. Also das ist schon krass gearbeitet, ne? Hatte damals jeder in seiner Sammlung. Klasse, das nach den Jahren mal wieder hier in den Händen zu halten. Ist ja großartig. Ja, der Triceratops hat eine Länge von
nicht ganz 10 cm auf jeden Fall. Es ist eher kein richtiges Schwarz. Ich würde mal sagen, es ist eher so ein Anthrazit. Ganz, ganz, ganz dunkelgrau und dann hier dieses Grün noch drüber. Die Augen gelb mit einer schwarzen Pupille und das war's dann auch schon. Ne? Was ein krasses Viech. Weiß gar nicht, ich meinte, es war eine Serie mit 8 Figuren oder so. Bin mir aber nicht ganz so sicher. Ne? So, dann. Ach Gott, herrlich, der Brachio war damals auch mit am Start. Ich sag ja, Jurassic Park, da gab's diese Dinos. Ist der Knaller. Ist ebenfalls Vollgummi und ich sag ja, dazu gibt's auch noch einen Tyrannosaurus, es gibt einen Allosaurus und noch ein paar andere. Boah, klasse, klasse. Dieses Blau sieht irgendwie aus wie aus dem Schwimmbad, ne? Ein ganz helles Blau mit braunen Flecken und einem braunen Streifen hier über den Rücken. Die Stellung fand ich auch damals schon recht agil, ja, in der Bewegung festgehalten. Da kannst du nichts sagen, aber ich glaube, ich habe hier keinen Hersteller. Nee, nur 1991 Brachiosaurus. Oder steht es an den Beinen? Nee, eigentlich war das immer ein Stempel. Nee, da steht nichts dabei, aber ich mochte die Serie sehr. Ich bin mir gerade nicht sicher, wo der hier dazugehört. Aber hat ein schönes Gewicht, ja, hatte hier auch eine nette Struktur bekommen, was die Haut angeht, für damalige Verhältnisse, ja, nur die Farben waren halt schon damals ein bisschen utopisch irgendwie. Ja, hier oben der Kopf, gelbe Augen mit einer schwarzen Pupille und halt die Zähne, ja, üblichen weiß bemalt, aber ein absolut toller Spielzeug-Dino, ne, auf jeden Fall. Hat auch eine ordentliche Größe, der Brachio kommt hier auf immerhin 21,5 cm und hat eine Länge ganz grob 19,5 cm. Ne? Schönes Teil. Muss ich echt nochmal gucken, wo der dazugehört. Ja, aber schön, schön.